Neuen Video auf meinem Kanal. Heute bauen wir die Sozius-Abdeckung an und ich zeige euch mein Bike. So, das ist die gute Aprea RS 425 mit einem schönen Leo Vince Auspuff. Ja, hier haben wir neue Reifen drauf von Metzler, neue Bremsscheibe vorne hinten. Genau, so und eine Paoli Federung, also eine Federgabel. Genau, hier sieht's. Ich finde, sie sieht sehr schön aus vorne. Ähnlich wie die große, also fast gleich, fast identisch würde ich sagen. Dann gehen wir hier vorne hin zum Cockpit. Ja, man kann ein bisschen durchgucken, also das ist nur so ein kleines Kriterium, finde ich. Aber haben sie schön gemacht, haben eine Abdeckung gemacht, finde ich super. Auch diese Federung, Federungsgabel sieht extrem sexy aus. Schön groß und mächtig. Ja, leider keine Uhr verbaut. Dafür eine schöne. Ja, ein schönes Kilo, sag ich mal. Ja, hat 19.000 drunter jetzt. Ja, dann gehen wir noch ein bisschen rüber. Ein paar Aufkleber hat sie drauf. Und mal mit der Nies und so. Ja, hat einen schönen Motorraum. Ja, gehen wir mal hier rum. Ja, Kennzeichen ist euch dran. So, haben wir schon Let's Get Race alles, ne? Ja, ich finde die von der Optik sehr gelungen, muss ich sagen. Jetzt versuchen wir mal, wie wir die Rückbank hier abbekommen. Als nächstes würde ich starten und zwar mit dem. Und zwar wollen wir die Sitzbank mal rausnehmen. Das ist eigentlich relativ einfach. So, und dann habe ich mir gefragt, oder frage ich mich jetzt, wie kriege ich diese Sitzbank hier raus? Ich habe gedacht, man muss vielleicht Zeck abschrauben, habe ich alles schon gemacht. Auch nicht. Okay, dann bin ich mal hier gucken gegangen. Dachte, aha, was ist das eigentlich hier? Und zwar müsst ihr den Hebel ziehen. So, und dann könnt ihr die hier oben. Warte mal kurz. So. Die so rausmachen. Jetzt ist so, jetzt muss ich noch ein bisschen ziehen und da habt ihr sie in der Hand. Ne? Also hier ist so ein kleiner Mechanismus, wie ihr das einfach rausziehen könnt. Ist ganz geil, weil dann kann die keiner klauen. Ja, ernst, ich weiß, das ist ein bisschen beschissen, aber so, wenn man das weiß mit dem Hebel, ist das super. Dann schiebt man hier so ein. So, ich muss eben. So, und dann drückt ihr einfach runter. Klack, jetzt ist er so, ne? Dann pack den ganz normalen Sitzbank wieder rein hier. So. Einfach aufgelegt und fertig. So sieht das Ganze aus. Finde ich sehr, sehr sexy. Das ist die gleiche Abdeckung wie bei der großen. Ist identisch. Ne? Ja, ihr könnt ihr, wenn ihr groß habt, könnt ihr auch daran bauen. Spart ihr schon mal 70 Euro. Ja. Genau. Ja. Ja. Das ist das gute Ding. Schön laut. Will ich jetzt nicht nochmal anmachen wegen unserer Nachbarn. Ich habe eben. Mit Papa, meinem Vater habe ich eine Fahrstunde gemacht, sag ich mal. Haben uns hier auf unserem Grundstück haben wir anfahren geübt. Deswegen will ich den Nachbarn jetzt nicht nochmal ärgern. Ich habe neue Schalter bekommen auch. Die hat leider einen Sturz. Und zwar hatte die hier einen Seitensturz hier. Ja, genau. Dann habe ich die kaputt gekauft. Die Werkstatt, wo ich das gekauft habe, beziehungsweise der Händler hat mir die komplett fertig gemacht. Neue Verkleidung drauf gemacht. Schöne Aufkleber, neue Bremsen, was ich eben alles erzählt hatte. Ja, fährt super an. Also. Anfang war es ein bisschen schwierig für mich, aber nach 3-4 Mal konnte ich jetzt auch mit der anfahren. Weil ich muss sagen, die MT lässt sich einfacher anfahren. Aber das ist kein Kriterium, Punkt. Gegen diese geile Optik, dass man zweimal mehr anfahren muss. Ja, genau. Was kann ich dazu erzählen? Nicht so viel. Aber ich werde auf jeden Fall euch die erste Fahrstunde aufnehmen, wenn ich darf. Ja, genau, das werden wir machen. Habe ich Bock drauf. Also, ich würde mal interessieren, wie ihr die findet. Also, ich finde die sehr geil. Ich habe auch nicht so viel Geld dafür bezahlt und dafür finde ich sie echt top. Ja, ich finde, bei der 9 hast du diesen fetten A, also dieses fette A unter der Seite. Das finde ich einfach nicht schön. Da bin ich froh, dass ich noch die ältere Generation habe. Wenn ich die neuere hätte, würde ich das A abmachen, ne? Ganz klar. Weil ich finde das einfach nicht schön. So schön clean ist doch geil. Bisschen aufklebbar drauf, ne? Das muss schon sein. Was mir nicht so gefällt, ist, dass das hier grau ist. Das hätte ich auch lieber in einem Schwarz gehabt, aber. Habe ich mich verstellt, also was heißt verstellt? Fehlkauf, aber egal. Das ist auch ganz, ist okay. Ist das gleiche Grau wie hier. Ähnlich. Deswegen finde ich in Ordnung. Finde ich in Ordnung, ja. Genau, das war die Aprea RS4. 125 von mir. Ja, wie gesagt, schreibt mir mal rein, wie ihr die findet. Ich finde die super geil. Jetzt kommen hier noch, demnächst kommen hier noch, warte mal, überlegen. Ich glaube, hier kommen Sturzpads. Ich glaube, da kommen die ran. Oder hier, ich muss mal gucken. Auf jeden Fall, die kommen noch, die bestelle ich mir noch. Einer kostet 26 Euro. Das ist ganz geil auf beiden Seiten. Mache ich das, kostet 50 Euro dann insgesamt.
Ja, genau, das werde ich machen. Ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like und einen Kommentar da. Würde mich freuen. Kritik ist auch immer gut, dann weiß ich, was zu verbessern habt. Wenn ihr ein Video über dieses Bike haben wollt, könnt ihr auch gerne haben. Schreibt es mir rein, dann mache ich mir noch einen Talk über die hier. Vielleicht kriegen wir auch einen Sound hin oder eine kleine Fahrt. Also ich nicht, aber hinten drauf, wenn ihr Bock drauf habt. Und ja, wie gesagt, abonniert den Kanal, wenn ihr Bock drauf habt. Ich habe auch Instagram. Und zwar weiß ich da, genauso wie der YouTube-Kanal, Benzin treibt meinen Körper an. Wäre cool, wenn ihr den auch folgt, dann habt ihr auch immer neue in der Story drin und so, ne? Ich mache da gleich auch nochmal Story rein, wie ich das erste Mal angefangen habe. Ja, ich versuche mir noch meine YouTube-Videos zu verbessern und ich würde sagen, bis dann. Ciao, ciao.